Wir sind heute 2014 für euch auf der Photokina und bringen euch die neuesten Trends aus Technik, Kamera und Video. Ja, willkommen zurück. Wir sind wieder hier mit der Canon 7D Mark II. Mal ein kurzes Haptik-Review. Kamera liegt extrem gut in der Hand, ist auch verhältnismäßig schwer, fühlt sich zumindest sehr stabil an. Wir haben Metallgehäuse, wir haben 65 Autofokussensoren, die Kreuzsensoren sind. Der Fokus ist also ziemlich genau. Liegt wie gesagt schon sehr gut in der Hand und wir hören uns jetzt einfach mal diese unglaublich geile Burst Rate von 10 Frames die Sekunde an und dazu halte ich die Kamera mal ans Mic. Oh ja. Ja, das klingt doch schon mal ziemlich gut. Wir machen jetzt weiter mit einem kurzen Interview mit einem der Promoter bei Canon und lassen uns die noch mal genauer vorstellen. Ja, stell uns doch bitte einfach mal kurz die Kamera vor und warum sollte ich die denn kaufen? Ja, auch von meiner Seite aus nochmal herzlich willkommen allen Canon-Fans und allen, die es noch werden wollen. Kamera 7D, man hat ja lange drauf, oder Mark II, man hat lange drauf gewartet. Mhm. Und die Kamera ist vor allen Dingen jetzt weiterentwickelt im Bereich Autofokus. Wenn wir zunächst mal auf die Fotofunktionalität eingehen wollen, wir haben einen 65 Autofokusfelder, Messfelder umfassenden Autofokus, der gebaut wurde eigentlich für eine Vollformat. Okay. Jetzt haben wir hier einen Sucher, der ist grob und damit ist die Abdeckung der 65 Autofokus-Messfelder natürlich sehr weit. Das heißt, wir gehen bis in die Ränder raus mit diesem Phasenvergleichsautofokus. Okay. Er ist von der Konzeption zwischen dem Autofokus einer 1DX und einer 5D, also sehr, sehr professionell. Okay. Der mittlere Doppelkreuzsensor geht bis zu einer Lichtempfindlichkeit von 8 Blenden. Also das heißt, wir können, wenn wir ein, haben wir's da? Nee, ein 200 bis 400 Objektiv, oder Entschuldigung, 70 bis 200 Objektiv Blende 4.0 verwenden, auch mit einem Zweifachkonverter arbeiten. Okay. Ja? Das ist eigentlich so, was wir bisher nur in der 1er hatten, in 1er-Modellen. Minus 3 LV, okay. Da fängt das Gerät an zu arbeiten, das haben wir sonst nur in der 6D. Minus 3 LV verstehen viele nicht, muss man vielleicht kurz erklären, ist in etwa eine Neumondnacht. Wir haben hier hinten, hinterm Haupt-EOS-Stand auch einen kleinen Darkroom. Okay. Das kann man jetzt natürlich für die Nutzer draußen am Bildschirm nicht erleben, aber ich beschreibe mal kurz, was da passiert. Man geht rein, stößt sich erstmal den Kopf, weil es so dunkel ist, dass man gar nichts sieht. Und dann taucht langsam schemenhaft ein Reh aus dem Dunkeln auf und darauf fokussiert es. Also ist natürlich immer interessant für alle, die bei Bühne, Theater, vielleicht auch im Wildlife-Bereich in der Dämmerung arbeiten. Ja? Der Autofokus springt also auch bei wenig Licht sehr, sehr schnell an. Autofokus ist natürlich auch was bei der Kamera interessant ist, wenn wir Video filmen. Die hat einen Autofokus, der nennt sich Dual Pixel CMOS AF. Okay, das ist ja so die neue Entwicklung. Das ist natürlich ein Wort, da schreiben andere ein ganzes Buch von. Ne? Mhm. Wenn wir uns das mal anschauen, wir gehen da mal in die Eingeweide der Kamera. Der normale Autofokus, also der Phasenvergleichsautofokus, der das zu einem ganz, ganz schnellen System macht, wird angesteuert über den Hilfsspiegel hier hinten und geht hier unten in den Kameraboden rein. Und da wohnt der kleine Japaner, der scharf stellt, der heißt Autofokus. Und der arbeitet im Prinzip genauso, wie wir das von einem Phasenvergleichsautofokus kennen, wie eigentlich ein Schnittbildindikator. Das ist also eine Dreipunktmessung und damit sehr schnell. Dieses System fällt natürlich aus, wenn wir filmen oder im Live-View arbeiten. Deswegen zeige ich das auch mit dem Spiegel, weil zum Filmen natürlich der Spiegel oben sein muss und dann sieht der kleine Japaner da unten nichts mehr. Ja? Deswegen mussten wir bisher immer kontrastmäßig scharf stellen und das fällt in dem Fall jetzt natürlich so ins Gewicht, dass es sehr, sehr langsam gehen würde. Kennen wir vielleicht alle Problematik Kompaktkamera, ne? Genau, ja, klar. Gewisse Auslöseverzögerung. Ist ja auch besser geworden, aber immer noch nicht da, wo eine Spiegelreflex ist. Und diesen Phasenvergleichsautofokus, also diese Dreipunktmessung, hat man übertragen auf das Autofokus oder auf das, auf die Sensorik des Bildsensors und kann mit dem gleichen Algorithmus dann eben auch sehr, sehr schön schnell scharf stellen beim Filmen. Riesenvorteil. Hört sich schon mal sehr gut an. Hm? Filmen vielleicht auch für diejenigen, die die Vorgängerkamera dazu immer böses Wort gepimpt haben, mit Magic Lantern zum Beispiel, ja, damit der HDMI-Ausgang unkomprimiert ist. Das ist nicht mehr notwendig. Der HDMI ist unkomprimiert 422.
unkomprimierter Ausgang. Aufzeichnen tut sie bis 60 Bilder bei Full HD. Das ist natürlich ein Wort, ja. Ja, ne? Und es sind auch so ein paar kleine Features noch dabei. Da muss man vielleicht auch so auf den Akku eingehen. Hier ist jetzt ein Stromadapter drin. Der Akku heißt, wie der Vorgänger auch, LPE6, trägt aber noch ein N hinten im Namen. Das heißt, er hat 10% mehr Kapazität. Okay. Wurde teilweise so dargestellt, wie wenn der Akku nicht mehr kompatibel wäre. Es sind beide Richtungen aber kompatibel. Das heißt, wir können den neuen Akku in alten Geräten verwenden, die LPE6 haben. Wir können aber auch die alten Akkus in dem Gerät verwenden. Okay, super. Ja, das ist ja immer so ein bisschen ärgerlich, wenn man dann eine ältere Kamera hat und dann die Akkus nicht mehr weiterverwenden kann. Ja, Autofokus-System. Es sind so ein paar kleine Features drin, die ich zum Beispiel als Blitzfotograf sehr schätze. Mhm. Warum ich gerne mal eine 1er auch in die Hand genommen habe, obwohl sie sehr groß, schwer und unhandlich ist. Für jemanden, der sie nicht so in seinem Bestand hat, kommt natürlich hinzu, die ist auch sehr teuer. Mhm. Wenn wir blitzen, dann ist es für uns schön, wenn wir eine Belichtungskorrektur und eine Blitzbelichtungskorrektur parallel sehen. Und das war bisher nur bei der 1. Das ist jetzt bei der Kamera möglich, sobald wir den internen Blitz ausklappen oder mit einem Systemblitz arbeiten. Jetzt fragst du dich natürlich bei allem, was ich da aufzähle, was darf das kosten? Genau. Keine Angst, halb so viel, wie man jetzt denkt. Ja, also die kommt im November an den Markt mit 1.699 Euro. Ist, denke ich, ein recht attraktiver Preis. Hört sich gut an, ja. Ja, ja, Actionkamera. Actionkamera. Bevor die Fragen kommen, wir haben kein WLAN integriert. Das hat immer ein bisschen was damit zu tun, dass wir ein volles Metallgehäuse haben. Mhm. Und bei diesem kompletten Metallgehäuse kriegt man ein Signal raus, aber sehr schwach. Sehr schwach, ja. Ja? Und deswegen haben wir uns da für die externe Lösung oder hat sich Canon für die externe Lösung entschieden. Mhm. Dieses Pickelchen hier oben ist GPS. Das sitzt hier außerhalb von dem normalen Metallgehäuse und damit ist das Signal hier wunderbar abgreifbar. Okay, super. Dann erstmal vielen Dank für die Einführung von der Canon 7D Mark II. Okay, und ich soll dir jetzt gleich eine einpacken, nehme ich an, oder? Am besten, ja, kostenlos, wenn es geht. Machen wir. Okay, vielen Dank. Okay.